Dann erzähle ich das gleich schon nochmal. Hallo. Ich bin Pilgrim und ich wurde gerade Shanghai, um den nächsten Talk anzukündigen. Ungefähr genauso schnell Shanghai, wie dieser Rednerpult entstanden ist. Ihr dürft darauf als Gast gerne unterschreiben, euch verewigen. Das soll bis Sonntag auf jeden Fall mit euch leben. Der Philipp wird uns gleich was eine Einführung zu OpenSSL geben und Digital Certificates in OpenSSL. Und auch von mir herzlich willkommen zum 2. November Geekend in Aalen. Ja, vielen Dank. Hi, ich bin Philipp. Ich will euch heute ein bisschen was über digitale Zertifikate erzählen. Und wenn ich das so sage, dann meine ich jetzt nicht irgendwelche digitalen Zertifikate, die Leute gerne auf ihrer LinkedIn-Seite veröffentlichen, sondern damit meine ich eher Zertifikate, die Webseiten wie LinkedIn oder auch vernünftige Webseiten eurem Browser präsentieren, wenn ihr diese Website in eurem Browser aufruft. So ein kurzer Hintergrund zu mir. Ich habe mal irgendwas mit Cyber und Security studiert. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich kein Kryptografie-Experte bin. Das heißt, das, was ich euch heute hier erzähle, dem solltet ihr nicht einfach blind vertrauen, sondern ihr solltet das stets kritisch hinterfragen und natürlich mit Quellen entsprechend belegen oder auch widerlegen. Genau, zu dem, was ich euch erzähle, den Großteil der Informationen habe ich von Quellen wie dem BSI oder der NIST. Die Quellen habe ich euch zum einen in den Slides verlinkt, zum anderen auch in dem GitHub-Repo, das ich am Ende nochmal zeigen werde. Da könnt ihr dann selber euch noch ein bisschen ja, einlesen, falls euch das ganze Thema interessieren sollte. Mal grob zur Agenda. Ich will euch zuerst mal so eine kleine Übersicht providen, was es so ja, Dateien gibt, die man typischerweise mit OpenSSL identifiziert. Also diese ganzen Key-Files, Cert-Files, PEM-Files. Ich denke, ihr habt die alle schon mal gehört. Allerdings weiß ich nicht, ob ihr die jetzt wirklich zu 100% zuordnen könnt und genau wisst, mit was für einer Datei ihr da zu tun habt. Anschließend will ich euch zeigen, wie ihr euch ein eigenes Zertifikat generieren könnt, wie ihr euch eure eigene CA-Infrastruktur aufbaut und wie ihr mithilfe dieser Infrastruktur Zertifikate validieren könnt. Am Ende wollen wir dann noch so einen kleinen Server aufsetzen, der diese Zertifikate nutzt, um halt eben TLS-Encryption durchzuführen. Und wir werden uns natürlich auch zu diesem Server hinconnecten und System Trust establishen. Genau, so viel mal zu den Zielen. Zu den Datei-Extensions. Ich denke mal, ihr werdet die meisten hier irgendwann mal gesehen haben, wenn ihr schon mit Zertifikaten zu tun hattet. Es gibt diese .key-Dateien. Das sind typischerweise eure Private Keys. Die solltet ihr nach Möglichkeit nicht mit anderen Personen sharen. Diese Keys werden dazu verwendet, eure Zertifikate oder Certificate Signing Requests zu generieren. Die CSR-Dateien sind die Certificate Signing Requests. Die werden typischerweise erstellt, wenn euer Client ein Zertifikat generieren möchte und dieses von einer Certificate Authority, also CA, signieren lassen will. Die CAT-Dateien sind dann die schlussendlichen Public Certificates, die von der CA signiert wurden oder halt eben die CA-Zertifikate selbst. Und die .pem-Dateien, also .pem habt ihr bestimmt alle mal gesehen, .pem ist einfach nur ein Container um ein gewisses Datenformat. Also das seht ihr jetzt hier mit diesem Begin Foo. Normalerweise habt ihr halt entweder irgendwie Begin Private Key, Begin Certificate oder ähnliches und dann einfach den Payload innen drin als Base64-encoded Block. So gesehen einfach nur ein Speicherformat. Dasselbe gibt es auch mit P12 oder P7. Das sind halt eben die jeweiligen PKCS-Dateien. PKCS ist genauso einfach nur ein Container, der es euch ermöglicht, mehrere Zertifikate bzw. Keys in einer Datei zu speichern. Also PKCS speichert typischerweise euren Private Key zusammen mit eurem Zertifikat und gegebenenfalls noch weiteren Zertifikaten, wie zum Beispiel Chain Certificates, in einer Datei. Und das Ganze halt eben in binär. Wenn es um Benamung geht, wie es halt im Linux-Umfeld so üblich ist, die interessiert nicht wirklich. Ihr könnt eure Datei benennen, wie auch immer ihr wollt. Dementsprechend kommt es recht häufig vor, dass ihr zum Beispiel bei einem Private Key über Dateinamen wie private.key, brief.key, briefkey.pem oder ähnliches stolpert. Was ich halt eben bevorzuge, ist, wenn man das Ganze möglichst explizit benennt. Also wenn ihr zum Beispiel euren Webserver 1 irgendwie was dafür anlegen wollt, dann nennt ihr das Ganze web1.key.pem oder web1.cert.pem. Das hält das Ganze übersichtlich und macht direkt klar, in was für einem Format die Dateien vorliegen und um was für Dateien es sich handelt. Genau. Um so einen Private Key zu generieren, gibt es den Command OpenSSL Gen RSA. Ich denke mal, das ist der Command, über den jeder mal gestolpert ist, wenn er irgendwie gesucht hat, OpenSSL Generate Private Key. Da steht in ungefähr jedem Stack Overflow Forum und in der Basisvariante generiert er erstmal einen Standard RSA Key mit 2048 Bit. Das ist einer der most basic Commands.
Allerdings ist der ein bisschen ja, fragwürdig, meiner Meinung nach, denn wenn ihr beispielsweise mal den OpenSSL-Command mit dem OpenSSH-Command, also SSH-Keychain, vergleicht, dann werdet ihr feststellen, dass SSH-Keychain in der Standardvariante schon 3072 Bits nimmt, das nicht mehr nur die 2048. Und zu RSA, man sagt ja häufig so gutes altes RSA, das ist ziemlich zutreffend. Es ist gut, aber es ist alt. Und weil wir natürlich modern und hip sind, machen wir heute was anderes, und zwar Elliptic Curve. Und dazu habe ich euch mal so eine kleine Tabelle hier mitgebracht, die kommt von der NIST, die vergleicht RSA Key Strength mit den Key Strengths von Elliptic Curves. Und ihr seht vielleicht schon, dass auf der linken Seite die RSA-Tabelle deutlich schneller anwächst als die rechte Seite mit Elliptic Curve. Das heißt, wenn jetzt so ein Standard-RSA-Key, wie gesagt, ihr habt, solltet da mindestens 2048 oder 3072 Bit verwenden, wenn ihr das mit Elliptic Curve vergleicht, dann kommt ihr da halt eben auf eine Key-Size von 224 Bit beziehungsweise 256, was ja halt deutlich kleiner ist. Und wenn wir da jetzt mal in eine zugegebenerweise relativ unpraktische Key-Größe gehen, also das Ganze komplett übertreiben, dann stehen wir halt eben bei RSA mit 15.000 Bit da, wohingegen wir bei Elliptic Curve nur 500 haben, was natürlich einen gigantischen Unterschied in der, ja, in der Berechendauer macht. Genau. Um jetzt so einen Elliptic Curve Key zu generieren, gibt es nochmal zwei weitere Commands. Fragt mich nicht, warum es so viele davon gibt. Es gibt sie einfach. Es gibt zum einen den OpenSSL ecparam-Command, mit dem ihr verschiedene Kurven generieren könnt. Das wird jetzt spannend, ob ich das irgendwie mit dem Mikro schaffe. Genau, also ihr seht hier, es gibt hier Brainpool-Curves, es gibt die Prime-Curve, es gibt SEGP. SEGP kommt beispielsweise auch von der NIST. Und es gibt zusätzlich nochmal den OpenSSL-GenP-Key-Command, der nochmal andere Algorithmen zur Verfügung hat, unter anderem den ED25519. Das ist ja mittlerweile auch ein sehr beliebter Algorithmus und eine sehr beliebte Kurve. Und das ist auch der Algorithmus, mit dem ich das Ganze jetzt mal demonstrieren will. Oder mit dem ich langfristig durch den Talk durchgehen werde. Allerdings wollte ich zunächst mal einen kleinen Vergleich machen. Und zwar hatte ich ja bereits gesagt, dass hier diese 15.000 Bit den 500 Bit Elliptic Curve entsprechen. Dementsprechend generieren wir heute einfach mal beides. Genau, das ist ein elliptischer Curve Key mit 521 Bit Security. Ihr seht jetzt hier, der ist sehr überschaubar, der hält sich ziemlich stark in Grenzen. Und wenn ihr den jetzt einfach mal nur vergleichen mit einem OpenSSL-Gen RSA 3072, dann sehen wir hier schon, dass der Command eigentlich schon länger braucht und deutlich länger kalkuliert. Und dementsprechend werden wir jetzt gleich nochmal einen großen Key generieren und schauen, wie lange der braucht. Aber vorher generiere ich mir jetzt erstmal, wie angekündigt, den ED25519, dass ich mit der Präsentation weitermachen kann. Genau, das wird eine Weile dauern, dementsprechend machen wir einfach mal weiter mit der Präsentation. Um jetzt mit dem eben erzeugten ED25519 Key ein Zertifikat generieren zu können, nutzen wir die OpenSSL REQ oder REQ, diesen Command. Dem geben wir zwei Parameter mit, zum einen U, dass er halt eben eine neue Request erzeugen soll, zum anderen X509, was bedeutet, wir wollen direkt unser Zertifikat erzeugen und halt eben nicht erst eine Request. Denn eine Request würde eine Certificate Signing Request generieren, die wir halt eben von irgendeiner CA signieren lassen müssen. Allerdings haben wir noch keine CA. Wir wollen uns jetzt diese CA anlegen. Dementsprechend. Übernehme ich jetzt einfach mal diesen Command und ich will jetzt die CA für 10 Jahre gültig haben in dem Fall. Als nächstes gebe ich einen Subject Name mit. Genau, der Subject Name, der ist dafür da, im Endeffekt unser Zertifikat zu generieren. Das ist einfach ein DN, also Distinguished Name. Ich denke, das Ganze ist aus dem LDAP-Umfeld ziemlich bekannt. Der soll halt eben möglichst deskriptiv sein oder halt eben ein bestimmtes Zertifikat beschreiben. Und schlussendlich geben wir ihm zum einen den Key mit, der für die Generierung verwendet werden soll, und zum anderen den Dateinamen, in dem das Zertifikat geschrieben werden soll.
Okay, das ist ein bisschen schlecht. Ich sehe jetzt gerade, dass ich meine Local Host Keys von vorher noch mit drin habe. Dementsprechend lösche ich die jetzt nochmal. Gut, dass ich das vorher nachgeschaut habe. So, aber jetzt habe ich nur meine CA-Zertifikate drin. Das heißt, ich habe zum einen ein Zertifikat, ein CA-Zertifikat und zum anderen einen Key für das Zertifikat. Das heißt, jetzt habe ich alles, was ich brauche, um mit der Generierung der eigentlichen Leave-Zertifikate, die dann halt eben ein entsprechender Server, wie zum Beispiel ein Webserver, das es bekommen würde, loszulegen. Vorher können wir noch einmal kurz zurückskippen. Das war das, was ich euch demonstrieren wollte. Der Key, den ich jetzt generiert habe mit RSA, der hat 1 Minute lang gebraucht. Ihr habt ja gesehen, der Elliptic Curve Key, der war praktisch instant da. Dementsprechend ist da Elliptic Curve einfach deutlich performanter als so ein RSA-Algorithmus. Genau, nun wollen wir eine CSR, also eine Certificate Signing Request, generieren, um mit dem eben erstellten CA-Zertifikat uns unser eigenes Zertifikat ausstellen und signieren zu lassen. Das Ganze machen wir mit dem Request-Command wiederum. Wie eben gesagt, diese X509-Flag, die fällt weg. Wir wollen jetzt kein Zertifikat, wir wollen eine Request, die wir signieren lassen können. Und wir geben hier direkt noch inline diesen New-Key-Parameter mit. Der bewirkt im Endeffekt einfach nur, dass wiederum ein ED25519-Key mit angelegt wird. Genau, zusätzlich gibt es dann wieder diesen Subject Name, der ist in dem Fall einfach localhost.myorg. Normalerweise würde man da irgendwie, keine Ahnung, seine eigene Domain eingeben, seinen Vereinsnamen, seinen Firmennamen, irgendwas in die Richtung. In dem Fall ist es jetzt einfach nur ein leerer Beispielname. Zusätzlich fügen wir eine Extension hinzu. Wir wollen das Ganze nämlich als TLS-Zertifikat für einen kleinen Server laufen lassen. Und diese Subject Alternative Names, die geben entsprechend die Hostnamen an, über die der Server aufgerufen werden kann. In dem Fall soll es einfach mal Localhost 127.001 sein. Und wir geben natürlich wieder die Parameter mit, wohin der Key geschrieben werden soll. Und wohin unsere Certificate Signing Request geschrieben werden soll. Genau, die wurden jetzt beide angelegt. Und im nächsten Schritt wollen wir nun mit unserem CA-Certificate die eben genannte Signing Request signieren, was bedeutet, dass wir daraus wiederum ein vollständiges Zertifikat erstellen, das wir dann in unseren Webserver integrieren können. Dazu nutzen wir den X509-Command. Der X509-Subcommand von OpenSSL ist generell einfach ein Command, um, guess what, mit X509-Zertifikaten zu interagieren. Und für unser Service-Zertifikat wollen wir in der Regel auch eine deutlich kürzere Lifetime haben. Ist jetzt für das Demo-Szenario logischerweise irrelevant, habe ich hier aber einfach mal auf 1 Jahr beschränkt, im Gegensatz zu den 10 Jahren für das CA-Zertifikat. Set-Serial macht das nicht, das ist böse, darauf komme ich gleich zurück. Genau, als Input nehmen wir unsere CSR, die wir gerade generiert haben. Als Output wollen wir ein Zertifikat für unseren Localhost. Copy Extensions haben wir dafür, dass diese Subject Alternatives Names nicht rausgeschmissen werden. Das würde passieren, wenn wir den Command jetzt nicht angeben würden. Das würde bedeuten, wir generieren nur ein Zertifikat, haben aber keine Hostnames drin und damit könnt ihr beispielsweise kein TLS-Zertifikat für euren Webserver generieren. Dementsprechend dieses Copy Extensions einfach darauf achten. Und natürlich müssen wir auch unsere CA-Parameter mitgeben. Wir haben zum einen das CA-Cert, mit dem signiert werden soll, und zum anderen den CA-Key. Genau, dann copy-paste ich das Ganze einmal rüber. Genau, das passiert leider teilweise. Ist mir einmal das Programm weggestorben. Aber genau, damit haben wir jetzt einmal das neue Zertifikat generiert. Allerdings hatten wir, wie angesprochen, das Problem, dass ich hier Set-Serial auf 1 gesetzt habe. Und das sollte man nach Möglichkeit nicht machen, denn diese Serials, die sind eigentlich dafür da, um Zertifikate zu identifizieren. Das heißt, jedes Zertifikat, das signiert wird, hat eine fortlaufende Nummer und die soll mit jedem Mal inkrementiert werden. Und dafür gibt es diesen CA-Create-Serial-Command. Den könnt ihr eurem OpenSSL-Command einfach hier mitgeben, anstelle von dem Set Serial 01.
würde ich hier an der Stelle einfach sagen, CA create serial. Und wenn ich das mache, seht ihr, dass wir hier eine CA cert serial Datei haben. Und wenn ich die jetzt einmal auscutte, dann serial, dann seht ihr hier, dass die auf 1 aus 6 endet. Wenn ich den Command jetzt aber nochmal ausführe, also das Zertifikat nochmal drüber generiere, dann endet die auf 1 aus 7. Also wie gesagt, die Datei, die hält einfach nur den aktuellen Stand, wie viele Zertifikate ihr generiert habt und schreibt halt eben diese Serial Number in das jeweilige Zertifikat, um das jeweils zu identifizieren. Genau. Um nun eine Certificate Chain zu erstellen, also eine fortlaufende Kette der Zertifikate, die wir bisher verwendet haben, können wir die Teile tatsächlich einfach konkatenieren. Das heißt, wenn wir uns mal so ein Zertifikat anschauen, wie das eigentlich aussieht in Plain Text, dann sieht es tatsächlich einfach so aus. Ihr habt hier diesen PEM-Container, den ich vorher angesprochen hatte. Der wrappt sich mit Begin-Certificate außenrum. Und dann habt ihr dann euren ASCII-Payload. Und ihr seht es halt eben, dass ihr hier genau ein Zertifikat drin habt. Für die Certificate-Chain konkatenieren wir das Zertifikat selbst zusammen mit dem CA-Certificate und würden theoretisch, wenn ihr mehrere CAs habt, alle, die in der Mitte liegen, auch noch zwischen reinnehmen. Wichtig ist hier die Reihenfolge. Das heißt, ihr startet mit dem untersten Zertifikat oder auch Leaf-Zertifikat. Also Leaf von Platt, wenn ihr euch so eine Baumstruktur vorstellt, und geht halt eben hoch bis zu eurem Root-Certificate. Genau, das machen wir mal kurz. Genau, und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, dann haben wir hier das eine Zertifikat drin, das beginnt, das endet, dann beginnt das neue Zertifikat. Also wir haben die wirklich einfach ganz stumpf zusammengehängt und das reicht schon aus, um uns eine Chain anzulegen. Viel mehr Logik steckt da nicht dahinter. Wenn wir uns jetzt mal das Zertifikat ein bisschen anders anschauen wollen, wir haben das jetzt in Plaintext gesehen, damit können wir nichts anfangen. Die sehen alle genau gleich aus. Wir haben ein Begin-Certificate, ein End-Certificate, ein Payload zwischendrin. Wir wollen jetzt aber wissen, was genau das Zertifikat beinhaltet. Dann können wir wieder unseren x509-Command nutzen, dem wir eine Input-Datei mitgeben, dem wir dann sagen no out, das heißt einfach nur schreibt den Output nirgendwo hin, sondern print ihn ins Terminal. Und als Format wollen wir Text haben. Also wir könnten das Zertifikat jetzt auch konvertieren, aber wir wollen einfach Plain Text, um mal zu lesen, was da eigentlich so drin steht. Genau, und wenn wir das machen, dann kriegen wir jetzt den Content, den wir da reingeschrieben haben. Da sehen wir zum einen unsere Serial Number, das ist jetzt die 7, die das Ganze identifiziert. Wir sehen hier als Issuer unsere CA, also praktisch das ist der Aussteller des Zertifikates. Beim Subject sehen wir dann unseren Localhost, den wir mitgegeben haben. Wir sehen hier, dass das Zertifikat ein Jahr lang gültig ist und dass wir als Algorithmus ED25519 verwendet haben, also alles wie gehabt. Und wenn wir hier ein bisschen runterscrollen bis zu den 509 Extensions, dann sehen wir hier auch unsere Subject Alternatives Name, die wir gesetzt haben. Das soll heißen, dieses Zertifikat ist für den bestimmten Server halt eben gültig, für die DNS Records, Localhost und 127.0.0.1. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit unserem CA Certificate, dann seht ihr, dass das ein bisschen anders aufgebaut ist. Zum einen seht ihr mal, dass unser Issuer hier mit dem Subject übereinstimmt. Und wenn das der Fall ist, dann reden wir von einem Self-Signed Certificate. Weil das Zertifikat, also das Subject, ist auch sein eigener Issuer. Dementsprechend Self-Signed, das hat sich selbst signiert. Als Validitätsspanne haben wir hier die vorher genannten 10 Jahre. Und wenn wir hier einmal runtergehen bis zu den Extensions, dann fällt hier halt eben auf, dass wir hier keinen Servername gesetzt haben. Den haben wir auch nicht angegeben. Stattdessen haben wir hier aber bei den Constraints CA of True stehen, was einfach bedeutet, dass es sich hier um ein CA-Zertifikat handelt, mit dem wir andere Zertifikate signieren können oder Certificate Signing Requests signieren können. Und unser vorher generiertes Zertifikat hatte das halt eben nicht, kann dementsprechend auch keine weiteren Zertifikate signieren. Genau.
Jetzt wollen wir das Ganze mal in einen kleinen Server integrieren. Klar, wir können uns jetzt entweder irgendwie einen Apache, einen Nginx, einen Kali oder was weiß ich, was es für Webserver gibt, hochziehen. Allerdings hat OpenSSL auch eine integrierte Version, einen Server zu spawnen, und zwar den S-Server für Secure Server. Dem geben wir einfach drei Parameter mit, und zwar zum anderen unsere Certificate Chain, die halt eben angibt, in welcher Reihenfolge unser Zertifikat generiert wurde. Unser Zertifikat selber, das gesurft werden soll, und unseren Zertifikats-Key. Den braucht der Server, weil er natürlich Informationen fair und entschlüsseln soll. Dementsprechend führen wir das Ganze jetzt einmal kurz aus. Genau, und jetzt läuft das Ganze lokal auf unserem Port 443 und ihr seht jetzt hier, der hört, er wartet drauf, irgendwas zu akzeptieren. Wir können den jetzt mit dem Tool unserer Wahl ansprechen. Das wäre jetzt in meinem Fall einfach mal curl, dass ich ein curl auf localhost 4433 absetze. Und wenn wir das machen, bekommen wir erstmal eine empty reply zurück. Warum? Naja, ich habe ihn jetzt mit einem HTTP-Request angefragt. Es ist aber logischerweise ein HTTPS-Server. Dementsprechend probieren wir auch das einmal, da fehlt ein P. Genau, und jetzt haben wir das Problem des selbst signierten Zertifikats. Wie vorher angesprochen, ich habe das Zertifikat selbst generiert, also kann Curl damit auch erstmal nichts anfangen. Das heißt, wir bräuchten zumindest mal ein CA-Zertifikat, das wir Curl mitgeben können. Ohne das werden wir jetzt nicht sonderlich weit kommen. Und wenn wir Curl mitgeben, welchem CA-Zertifikat es vertrauen kann, also einfach unser Public Cert, das wir vorher generiert hatten. Dann muss ich nochmal kurz hier rüber, dass das Ganze aktualisiert wird. Dann sehen wir hier, dass die Zertifikats, also dass die Request durchgegangen ist. Wir bekommen jetzt ein Received HTTP, when not allowed. Das bedeutet einfach, er ist jetzt durch die, ja, durch die Zertifikatsschiene praktisch durchgekommen, hat probiert, eine HTTP-Anfrage zu stellen an den Server. Allerdings war das jetzt kein richtiger Webserver, sondern halt eben nur dieser integrierte OpenSSL-Server, der als seine Encryption macht, aber nicht wirklich HTTP spricht. Ansonsten wäre das jetzt ein Nginx gewesen, hätten wir halt eben unsere Index-HTML oder ähnliches zurückbekommen. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht jedes Mal unser CA-Cert hier mitgeben, wenn wir auf unseren internen Webserver zugreifen wollen, sondern wir wollen halt standardmäßig einen sogenannten System Trust haben. Dazu können wir einfach unser Zertifikat innerhalb von unserem System hinterlegen. Ich mache das Ganze hier in einer Toolbox. Eine Toolbox ist einfach so eine Art Docker-Container, die ja, bestimmte Dateien auf dem Host durchmountet. Also ihr könnt euch das vorstellen wie so ein abgekapseltes System. Und innerhalb dieser Toolbox will ich jetzt mein Zertifikat, was ich gerade genommen habe, nämlich das hier, will ich einmal in meinen CA Certificate Trust Folder legen. Das ist unter Regel dieser etc PKI CA Trust Source Anchors Ordner. Unter Ubuntu und anderen Servern heißt der ein bisschen anders. Aber ich kopiere das jetzt einfach mal da rein. Genau. Und jetzt muss ich noch einmal diesen sudo update ca-trust-Command ausführen. Der bewirkt einfach, dass alle Zertifikate, die ich jetzt in diesem Trust-Folder abgelegt hatte, dass die tatsächlich als Systemzertifikate hinzugefügt werden. Muss ich natürlich auch wieder als Systemadministrator ausführen. Und wenn ich das Ganze jetzt gemacht habe, dann kann ich wieder meinen schönen curl-Command eingeben. HTTP. Genau, und wenn ich den jetzt hier durchlasse, dann haben wir direkt unseren HTTP when not allowed. Das heißt, wir haben jetzt einen vollwertigen System Trust hinterlegt. Unser Curl vertraut jetzt dem Webserver, lässt die Anfrage einfach durch. Wie gesagt, hätten wir einen vernünftigen Webserver, hätten wir jetzt die entsprechende Webseite zurückbekommen. Genau, das war es dann prinzipiell auch schon mit der Einführung. Ich habe euch hier jetzt nochmal die paar Quellen, die ich in den Slides erwähnt hatte, hinterlegt. Ihr habt hier auch nochmal das GitHub-Repo, da habe ich die Slides in so einem Plain Markdown-Format hinterlegt und auch nochmal ein bisschen, ja, weiterführende Literatur, falls ihr euch da noch einlesen wollt. Genau, ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank, Philipp.
Du hast es während der Präsentation in der Demo-Umgebung live gemacht und ohne Probleme. Respekt dafür. Unglaublicherweise, ja. Vielen Dank. Habt ihr Fragen? Das Ganze würde so ablaufen. Wir haben aktuell ein Mikro zur Verfügung. Ich komme zu euch, ihr könnt die Frage stellen und Philipp hat dann, während ich zurücklaufe, Zeit darauf zu antworten. Gerne, gerne. Warum gibt es diesen Certificate Signing Request überhaupt? Also was ist der Sinn davon? Warum gibt praktisch mir nicht einfach irgendeine Stelle generiert sowas praktisch selber und gibt mir einfach nur das ganz Fertige? Genau, also die Certificate Signing Request, die hat einfach mit dem Trust-Modell zu tun. Du musst ja irgendwie eine Art Vertrauen herstellen können. Und typischerweise hast du halt eben deine großen Institutionen wie, keine Ahnung, Google oder DigiCert oder ähnliches. Die haben halt eben ihre Zertifikate, denen typischerweise vertraut wird. Die liegen auch bei dir im System, sind die halt eben hinterlegt. Im Firefox sind die hinterlegt. Der Firefox hat ja einen systemunabhängigen CA-Store. Und wenn du jetzt eine Anfrage stellst, du kannst dich ja als jeder Mensch ausgeben. Es soll ja nicht jeder einfach wahllos ein Zertifikat generieren können. Und mit Hilfe von ja, diesen Institutionen kannst du halt eben eine Certificate Signing Request erstellen, die dann einen bestimmten Anbieter gibst und dieser Anbieter verifiziert deine Identität und dadurch, dass er deine Identität verifiziert hat, bekommst du ein gültiges Zertifikat. Im öffentlichen Raum ist das jetzt ein bisschen fraglich, wenn du jetzt irgendwie eine geschlossenere Institution denkst, wie irgendwie ein Verein, eine Firma, die interne Zertifikate haben wollen, dann wird das Ganze deutlich relevanter, denn dann kann halt eben das Vereinszertifikat, Firmenzertifikat, also DCA, validieren, dass es sich tatsächlich irgendwie um einen Ehrenämter, um ein Mitglied, um einen Mitarbeiter, whatever, handelt und dass es sich nicht um irgendeine außenstehende Person handelt, die halt hier maliciously probiert, irgendwas zu generieren. Dankeschön. Habt ihr weitere Fragen? Sonst wäre der nächste Talk um 21:30 Uhr demnächst. Und vielen Dank, Philipp. Ein Applaus für dich.